Willkommen zurück, Freunde. Weiter geht es mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Megamäßig, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind immer noch auf Paros, wollen die Insel zu Ende erkunden. Und dann müssen wir zurück zu unserer Mutter, denn die befürchteten Angriff von Paros, da sollen wir, glaube ich, eine Schiffsschlacht schlagen. Alter Schwede. Gut, wir befinden uns genau hier. Machen den Schwenker hier. Nehmt das hier noch mit und dann schwupps zurück zum Muddy. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon markiert. Hier sind Alpha-Tiere zu töten. Das können wir wie Sau. Wenn wir was können, dann ist das Alpha-Tiere plätten. Blocken können wir nicht. Dafür sind wir zu dämlich. Wölfe sind einfach zu schlau. Nicht blocken. Wo ist er denn? Da! Ich treffe ihn nicht. Halleluja. Auf zum nächsten Fragezeichen. Das ist wohl ein Lager, wie es aussieht. Jo, da haben wir alles. Ja, sicher. Kacklöwe. Diesmal nicht. Na dann nicht. Dann halt auch mal ein bisschen mit Action! Falsche Seite. Den sollst du das Schild klauen. Da liegt er im Dreck. Stirb endlich. Warum immer alles so kompliziert machen, wenn es auch schnell und einfach geht? Hat er alles wieder bekommen. Zwei Schätze. Einer ist wieder hier oben. Das war mir klar. Und der andere ist dort drüben. Nein, ist er nicht. Den kennt man ja auch nicht als Schatz.
Nein! Sorry, Leute. Ich bin verwirrt. Ich kämpfe lieber im Dunkeln. Nee, war absolut nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich nur die Karte öffnen. Das wird wahrscheinlich nur die Stadt sein. Maul. Meins. Könnt ihr die Polizei rufen? Das kann nicht weit sein. Neue Gravur. 30% Gesamtrüstungswert. Wir müssen zum Schmied. Der ist da vorne. Sehr schön. Eine neue Quest. Na gut. Wenn sie mir die Opfergaben hier so hinlegen, dann nehme ich sie auch mit. Angeblicher Armbandfundort? Was zur Hölle? Ich mache hier irgendwelche Questen fertig. Das ist Wahnsinn. Ich habe einen Fertigkeitspunkt. Ba-ba-ba. Kann ich auch Pfeile herstellen. Okay, wie mache ich das? Wahrscheinlich hier im Inventar. Ich habe diesen Köcher. Jo. Betäubungspfeile. Haben wir mal einen. Damit können wir dann halt die Gegner betäuben, wenn wir die in unser Team nehmen wollen, ja? Habe ich verstanden. Ausguck. Dann zum Schmied. Dann zu dem Fragezeichen. Ja, mit den Betäubungspfeilen habe ich jetzt verstanden. Könnt ihr wieder wegnehmen, die Schrift. Danke. Sehr gut. Schmied. Was brauchst du? Ich würde ganz gern gravieren, mein Freund. Da haben wir es. Hier. Vielen Dank. Können wir vielleicht mal was kaufen? Irgendwas Geiles? Hat er nie. Was sich immer lohnt, sind hier unten Felle zu kaufen.
Und ja, ich denke, dann wären wir hier soweit fertig. Ach nein, hallo. Moment, wir können ja noch verkaufen. Das vergesse ich immer. Es ist auch nicht so viel. Bisschen Porsche. Mach ich. Wenn ich was suche, komme ich nur zu dir, mein Freund. Ich muss vorsichtig sein. Ach du Scheiße! Ey, so ein kleines Domizil und so viele Männer hier. Wow! Ich will ja nichts sagen, aber das wird schwierig. Wenn das hier nicht im Chaos enden soll. Was? Ich sehe nach, was das war. Ich hab gedacht, der kommt zum Fenster. Kam der wohl nicht? Kommst du zum Fenster? Ich glaube, wir müssen die mal ein bisschen entfernen. Die mischen sich nämlich gerade neu durch. Komisch. Ich sollte mal nachsehen. Mach mal. Es ist wie Forellenangeln. Was war das? Das war's mit unserem Kopfgeld. Was? Ich finde den Schützen. Ach, das sind Betäubungspfeile, habe ich jetzt genommen. Ja, das muss mir doch einer sagen. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt jetzt. Ihr seid so idiotenhaft. Hä? Wie denn? Fähigkeit ist gar nicht so schlecht. Schon was gesehen? Keiner da. Keine Müdigkeit vorschützen. Wir holen sie runter. Bleibt zusammen und seid auf der Hut. Na komm. Los,
Fall! Gut gemacht! Jetzt geht's. Na komm. Ich habe kein Adrenalin mehr. Na dann geht's auch nicht. Das war natürlich ein bisschen Pech, dass sie jetzt gerade um die Ecke gekommen sind. Batz! So, tschüss. Soviel zum Thema, ich habe kein Kopfgeld mehr. Könnt ja keiner ahnen. Arschlecken. Und die Truhe. So, wo ist er denn? Hier unten. Was will er? Natürlich werden wir uns den schnappen. Kommt der näher oder bleibt er da hinten? Sieht nicht so aus, als würde der zu mir kommen. Ach, ein Söldnerkampf. Habe ich Bock drauf. Geilen Helm auf. Oh, oh, oh. Das ist nicht so clever. Wer bist du? Vertagen wir das. Andererseits, wenn der über mir steht, hole ich ihn weg. No. Leider nicht. Und hier drüben. Das war's soweit. Dann müssen wir hier hin. Hier haben wir nämlich alles. Danke fürs Pferd. Und dann sage ich auch nochmal Danke fürs Boot. Da sind wir ruckzuck drüben. Bist du hier nicht so ein Spinner? Warst du nicht so ein Spinner? Gut, dann meuchle ich deine Kameraden auch noch weg.
Eine Stele. Die wäre dann wohl da. War das alles hier auf dieser Insel? Ich kann es mir kaum vorstellen. Doch, aber ich werde auf jeden Fall nochmal hier in diese Zungenspitzen gehen. Kann durchaus was Interessantes sein. Vielleicht finden wir ja die Stele wieder so schnell wie beim letzten Grab. Das wäre schon nice. Gehen wir jetzt einmal den offiziellen Weg. Rührt sich nicht. Da ist was im Weg. Da ist eine Falle. Ey, manche Schlangen, die können zubeißen, als gäbe es keinen Morgen. Das war echt einfach und schnell mit dieser Stele. Haben wir noch zwei Wege. Einmal hier hinten zur Kiste und... am Eingang. Da war auch noch was. Wow. Diesmal war ich schneller. Ganz schön groß. Ah, hier ist die Ausgangsposition. Jo. Ich kann es mir nicht mehr angucken. Ich bin zu dämlich. Stirb! Ich kann ihn ja nicht allein auf der Insel lassen. Der wird doch verhungern. Der arme Tropf. Jetzt gehen wir mal hier hin. Ich denke mir immer, warum bauen Entwickler sowas ein? Solche Landzungen und so.
Die wollen auch, dass man das erkundet. Und eine kleine Belohnung, dass man da war, wäre doch immer ganz nett. Olivenholz. Das ist eine nette Belohnung. Und Orichalkos-Erz. Da hinten ist ein Haus, seht ihr das? Eine verlassene Ruine. Ist ja gut, ich lasse dich schon in Ruhe. Verpiss dich. Alte Ruinen. Und nochmal Orichalkos Erz. Ein Stück Erz. Ist auch irgendwie nix. Eigentlich will ich nicht tauchen. Ich will mit dem nicht reden. Die hat nur eine unwichtige Quest. Nö. Den Weg hätten wir uns schenken können, aber das konnte man ja nicht wissen. Wunderherrlich. Inventarmanagement. Fähigkeitspunkt haben wir ja auch. Und ich weiß nicht, wo ich ihn hinflacken soll. Und hier rein. Warum auch nicht, ne? Wenn man Jäger spielt, ist es wahrscheinlich ganz geil. Ach so, kann man ja mal machen. Okay, Freunde, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns von heute. Denn in der nächsten Folge machen wir bei Marine weiter. Da müssen wir Bericht erstatten und ich gehe davon aus, in die Schlacht ziehen. Und zwar auf dem Seeweg. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.